Nein, hören Sie mir auf mit den Ukraine. So einen haben wir schon daheim gehabt, gell? Der wollte nie raus und gesagt hat er auch nichts. Mhm. Bei jedem Klappfisch schon zusammengezuckt. Mhm. Und jetzt wollen Sie sich einen Hund oder eine Katze zutun? Mhm. Ja, einfach etwas, was etwas dankbarer ist als so ein geflüchteter Halbruss, oder? Etwas, das man etwas streicheln kann. Das ist Nora Vanessa, eine holländische Schäferhündin. Sie ist sehr lebhaft, pflegeleicht und sehr familienfreundlich. Also eigentlich das ideale Tier für sie. Und warum ist sie denn da? Ihre vorherige Besitzerin hat sie zwar innig geliebt, aber hätte dann ins Altersheim müssen und hätte sie nicht mehr mitnehmen. Wir suchen eben schon etwas, das ein bisschen mehr unsere Hilfe benötigt. Ja, haben Sie nicht etwas mit einer krasseren Geschichte, dass man nachher etwas zu erzählen hat, oder? Das ist unser Pechvögelchen, das Schnurli. Das Schnurli hat auf einem Bauernhof gelebt, der von einem Blitz getroffen wurde und runtergebrannt ist. Die Familie konnte sie nicht mehr behalten, weil die lebt jetzt in einer Zweizimmerwohnung in Olten. Also wirklich schlimm wäre es, wenn jetzt das Büsi auch in Olten leben müsste. Also da müssen sie schon mit anderen Geschützen auffahren. Das wird sie überzeugen. Das ist der Dimitri. Nein, komm, nicht schon wieder so ein Ukrainer. Das ist Pfötli. Sie hat 2 Monate neben ihrem toten Herrli in der Wohnung ausharren, von dem sie sich ein Ausschliesser ernährt hat, bis sie dann mal endlich gefunden worden ist. Und sonst nicht? Außerdem ist sie überzeugte Islamistin und hat Katzen-Aids. Haben Sie nicht irgendein kleines Krüppeli am Start, so etwas ohne Bein? He? Also zum Beispiel irgendeinen syrischen Landminen-Dalmatiner oder so? Etwas, das man bedauern kann, wissen Sie? Oh. Und was ist mit dem nicht gut? Der Hasso ist blind. Außerdem ist er ausgebildeter Polizeihund. Er hat schon einen Serienkiller überführt und einen Bankraub aufgeklärt. Er hat einen Lungendurchschuss, 3 uneheliche Welpen und ist psychotisch schwanzgesteuert. Er ist in den 80er Jahren von der Mafia entführt worden und dann dort in Kuba schwer kokainabhängig geworden. Deswegen ist er am Himalaya ausgesetzt worden, an der Nordroute angeleint, von einer Gruppe Sherpas aufgefunden worden. Beim Abstieg hat er anscheinend 9 Lawinen in der Gang und einen jeden Angriff überlebt. Das leider nicht. Und seitdem ist er blind. Schneeblind. Der gefällt mir. Der braucht wirklich unsere Hilfe. Ja. Hey, komm, Hasso, Speckwürfel. Nein, er ist Vegetarier. Oh. Den Fall eher nicht. Nein, nein. Ach, bitte, jetzt nehmt doch einfach irgendeinen Hund, sonst werde ich entlassen. Ich kann keine Umschulung mehr machen. Ich habe Kinder daheim. Was soll ich denn sonst tun? Dürften wir sie adoptieren? Ich werde kastriert.